Ladies and gentlemen, Louis XV, the great-grandson of the French Sun King Louis XIV, supposedly said at the end of his life, "After me, the deluge." As king of one of the most powerful countries at that time, he lived a life of plenty, while his subjects slid further and further into despair. This saying, "After me the deluge," symbolizes the psychology of all those who drive people and the earth to ruin without thinking of tomorrow. Some time ago, I read a book by Jared Diamond entitled Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Diamond is professor of geography in Los Angeles. In this book, he describes the rise and fall of a number of ancient civilizations, such as the people of Easter Island, the Mayans, and the Vikings. Each of these cases is quite different, but they all have one thing in common: a fundamental abuse of the environment, an overexploitation of natural resources. Trees were cut down faster than new ones could grow. Soil eroded by deforestation and clear cutting. Natural water supplies depleted because the land was farmed too intensively for the climate there. Overfishing, excessive hunting to the point where wild animals were simply wiped out. Diamond meticulously backs up his thesis with evidence from archaeologists and climatologists. His conclusion is that the higher the civilizations of these societies developed, the faster the population grew, the more resources were needed to feed the population, to house them, to wage war, etc., etc. The story in Diamond's book that had the most lasting impact on me was that of the rise and fall of Easter Island. Easter Island is located about 2,300 miles west of Chile in the Pacific Ocean. You all are probably familiar with the images of those stone statues weighing tons called Ahu that stand along the coastline. How could these statues be erected without cranes or other modern equipment? The answer is simple. Countless trees had to be cut down to make ropes from the bark, and on the round logs, with the help of hundreds of people, to roll the statues from the quarry to that place where they were erected and then worshipped. Today, Easter Island is completely deforested, but research has shown that the world's tallest palm trees once grew there. The inhabitants cut down all of these palms to build canoes, to have firewood, to cremate their dead, and to transport the Ahu statues. As I read this, I kept wondering, what were the people thinking who cut down the last of these great palm trees? Did they believe that their gods would help them in the last minute? Or did they resign and think, "After me, the deluge"? Climate change and the destruction of the environment, and ultimately our livelihoods, are arguably the biggest problem we face today, even if at the moment the corona pandemic has us almost completely in its grip. In his essay, Think Little, the US environmental activist and farmer Wendell Berry has shown that the three great civic protest movements that have arisen in the United States in succession over the past century, namely the civil rights movement headed by Martin Luther King, the anti-war movement against the Vietnam War, and the environmental movement, ultimately cannot be separated from each other because the root cause of these three sets of problems is the same, namely a mentality of greed and exploitation. To quote Berry, "The mentality that exploits and destroys the natural environment is the same that abuses racial and economic minorities,
that imposes on young men the tyranny of the military draft, that makes war against peasants and women and children with the indifference of technology. We would be fools to believe that we could solve any of these problems without solving the other." End of quote. Ultimately, Barry says, we will realize that war, oppression, and pollution are not separate issues, but different aspects of the same theme, and that larger issue is freedom. Again, Barry in the original, we will know that no person is free except in the freedom of other persons, and that man's only real freedom is to know and faithfully occupy his place, a much humbler place than we have been taught to think in the order of creation. End of quote. What Georg Christoph Lichtenberg already wrote down in 1794 in the form of a dream could soon become reality, the chemically destroyed Earth. To prevent this, global strategies and efforts by politicians and industry are needed. But it also needs a change in attitude and action on the part of every individual. Faced with the scale of the crisis and problems, I often find myself wanting to resign because I think that my actions as one of billions of people makes no difference. The crucial question is not whether my actions can make a difference, but rather, will I at least try to change my actions? Perhaps the wisdom of the various Native American authors can give us guidance, or the insights of Henry David Thoreau. Thank you very much. Nach uns die Sintflut, eine literarische Montage. Jura Seufer, Moritat im Paradies. Greif, o Herr, nicht in den Lehm, den du Adam willst benennen. Was du schaffst, wirst du, nachdem du es schufst, nicht mehr erkennen. Sieh den Menschen an der Macht, dieser lobt dich, aber sage, ist's noch der, den du erdacht, Herr an deinem sechsten Tage? Sieh den Menschen in der Not weggeworfen und vergessen. Gilt für ihn noch dein Gebot, Arbeit um dein täglich Essen? Sieh die Hure an und sag, ehe sie schwindet im Getriebe, dachtest du daran am Tag, als du lächelnd schufst die Liebe? Sieh den Menschen vor dem Tod, selbst als Mörder ohne Milde. Ist noch der, den dein Gebot schuf nach deinem Ebenbilde? Greif, o Herr, den Lehm nicht an. Schlag dich nicht mit eigenen Waffen. Oder wenn du's schon getan, mach ihn wieder ungeschaffen.
Georg Christoph Lichtenberg. Ein Traum. Mir war, als schwebte ich weit über der Erde einem verklärten Alten gegenüber. So oft ich meine Augen gegen ihn aufschlug, durchdrang mich ein unwiderstehliches Gefühl von Andacht. Und ich war eben im Begriff, mich vor ihm niederzuwerfen, als er mich mit einer Stimme von unbeschreiblicher Sanftheit anredete. Du liebst die Untersuchung der Natur, sagte er. Hier sollst du etwas sehen, das dir nützlich sein kann. Er überreichte mir eine bläulich-grüne und hier und da ins Graue spielende Kugel, die er zwischen dem Zeigefinger und Daumen hielt. Sie schien mir etwa einen Zoll im Durchmesser zu haben. Nimm dieses Metall, dieses Mineral, fuhr er fort. Prüfe es und sage mir, was du gefunden hast. Du findest da hinter dir alles, was du zu solchen Untersuchungen nötig brauchst, in höchster Vollkommenheit. Ich will mich nun entfernen, bin aber zur rechten Zeit wieder bei dir. Als ich mich umsah, erblickte ich einen schönen Saal mit Werkzeugen aller Art. Ich besah, befühlte und beroch die Kugel. Ich schüttelte sie und behorchte sie. Ich brachte sie an meine Zunge. Ich wischte den Staub und eine Art von kaum merklichem Beschlag mit einem reinen Tuch ab. Erwärmte sie und rieb sie auf Elektrizität am Rockärmel. Ich probierte sie gegen den Stahl, das Glas und den Magneten und bestimmte ihr spezifisches Gewicht. Ich sah wohl, dass Mineral nicht sonderlich viel wert war. Auch erinnerte ich mich, dass ich in meiner Kindheit von der gleichen Kugel 3 für einen Kreuzer bei der Frankfurter Messe gekauft hatte. Indes schritt ich nun zur chemischen Prüfung und bestimmte die Bestandteile. Auch hier ergab sich nichts Sonderliches. Ich fand etwas Tonerde, ungefähr ebenso viel Kalkerde, aber ungleich mehr Kieselerde. Endlich zeigte sich noch Eisen und etwas Kochsalz und ein unbekannter Stoff. Soeben hatte ich den letzten Strich in meiner Rechnung gemacht, als der Alte vor mich hintrat. Er nahm das Papier und las es mit einem sanften Lächeln. Hierauf wandte er sich mit einem Blick voll himmlischer Güte, mit Ernst gemischt, gegen mich und fragte: Weißt du wohl, Sterblicher, was das war,
was du da geprüft hast? Der ganze Ton, womit er diese sprach, verkündigte nunmehr deutlich den Überirdischen. Nein, Unsterblicher, rief ich, indem ich mich vor ihm niederwarf. Ich weiß es nicht. So wisse, es war nach einem verjüngten Maßstabe nichts Geringeres als die ganze Erde. Die Erde? Ewiger, großer Gott, und das Weltmeer mit all seinen Bewohnern, wo sind denn die? Dort hängen sie, in deiner Serviette, die hast du weggewischt. Ach, und das Luftmeer und alle die Herrlichkeit des festen Landes? Das Luftmeer, das wirst du dort in der Tasse mit destilliertem Wasser sitzen geblieben finden. Und mit deiner Herrlichkeit des festen Landes, das ist unfühlbarer Staub. Da an deinem Rockärmel hängt welcher. Aber ich fand nicht eine Spur von dem Silber und Gold, das den Erdkreis lenkt. Schlimm genug. Wisse, mit deinem Feuerstahl hast du die ganze Schweiz und die Savoyen und den schönsten Teil von Sizilien heruntergehauen. Von Afrika einen ganzen Strich von mehr als 1000 Quadratmeilen, vom Mittelmeer bis an den Tafelberg, völlig ruiniert und umgewendet. Und dort, auf jener Glasscheibe, liegen die Cordilleren. Ich verstand und schwieg. Aber 9/10 meines noch übrigen Lebens hätte ich darum gegeben, wenn ich meine chemisch zerstörte Erde wieder gehabt hätte. Indianische Weisheit. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, denn die Erde ist des roten Mannes Mutter. Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art nicht versteht. Er behandelt seine Mutter, die Erde, und seinem Bruder, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern, zum Verkaufen wie Schafe oder glänzende Perlen. Sein Hunger wird die Erde verschlingen und nicht zurücklassen als eine Wüste. Auch die Weißen werden vergehen. Eher vielleicht als alle anderen Stämme. Fahret fort, euer Bett zu verseuchen, und eines Nachts werdet ihr im eigenen Abfall ersticken.
Die ganze Zeit redet er von einer besseren Welt, während ihr immer größere Bomben baut, um jene Welt, die ihr jetzt habt, zu zerstören. Bertha von Suttner. Die Rüstungsanhänger wissen, dass das Bedürfnis nach Frieden von 9/10 der Bevölkerung empfunden wird. Sie stützen ihre Liebhaberei auf das altrömische Schlagwort Civis Pacem, Parabellum. Wenn du weiß willst, so bereite schwarz. Wenn du zu Hause bleiben willst, so schaffe dir einen Reisewagen an. Wenn du mit deinem Nachbarn Freundschaft haben willst, so fletsche die Zähne auf ihn. Solchen Widersinn dürfte man nicht behaupten, aber der ebenso widersinnige Satz, wenn du den Frieden willst, so bereite den Krieg, ist durch seinen lateinischen Ursprung, durch seine millionenfache Wiederholung so kursfähig geworden, dass er bei den militärischen Mehrforderungen immer wieder vorgebracht wird und unwidersprochen bleibt. Ich möchte aber doch gerne den Rüstungsverteidiger in die Enge treiben und kategorische Antwort auf kategorische Fragen verlangen. Durch Furchteinflößung wollen Sie den Krieg verhindern, Exzellenz? Allerdings, wenn wir nicht so schlagfertig wären, wenn unsere Bundesgenossen nicht so treu zu uns hielten, hätten wir längst den Krieg. Sie geben also zu, dass wenn Ihre Nachbarn schwach wären und nicht auch Verbündete besäßen, Sie über dieselben herfallen würden? Sie geben zu, dass nur Furcht sie davon abhält? Die Exzellenz schüttelte zornig das Haupt. Wie man nur so falsch verstehen kann. Wir haben keine Furcht. Wir würden, wenn es drauf ankommt, niemals fragen, wie stark ist der Feind, sondern wo ist der Feind? Ach so, die Feigen sind nur ringsherum. Aber warum muten sie den anderen zu, was sie nicht selbst empfinden? Und noch eins, wenn sie schon glauben, dass die anderen ihre Schwäche benutzen würden, warum schreien sie immer, so oft sie vom Parlament Neubewilligungen fordern, über alle Dächer, dass die anderen alle stärker gerüstet sind, dass bei uns das Notwendigste fehlt, dass die Armee verdorrt, die Flotte versinkt? Wenn ich Vorhängeschlösser gegen Diebe brauchte, so werde ich mich doch hüten,
auf die mit Räubern gefüllte Straße hinauszuschreien, dass meine Tür und mein eiserner Schrank gerade jetzt offen stehen. Leon Feuchtwanger, Petroleuminsel. Es ist das Lied von den braunen Inseln. Die Männer sind schlecht und die Weiber sind krank. Und eine Äffin macht dort den Betrieb. Und die Felder verdürren im Ölgestank. Gehst hin, Freddy? Ich nicht, Teddy. Der Dollar allein macht das Herz nicht froh. Gehst hin, Freddy? Ich nicht, Teddy. Ich, wenn Affen sehen will, ich geh in den Zoo. Das sind die braunen Inseln, mein Jung. Die Weiber sind krank und die Männer sind schlecht. Eine Äffin hält dort das Ganze in Schwung. Und wer kommt, ist gesund. Und wer geht, ist geschwächt. Wer kommt, ist gesund. Und wer geht, ist geschwächt. Die Äffin regiert in Bett und Fabrik. Die Äffin hat Geld und die Äffin hat Recht. Und das Mannsvolk pariert in Bett und Fabrik. Petroleum stinkt und die Insel stinkt. Sie stinkt nach gelbem und schwarzem Mann. Doch der Dollar stinkt nicht, den das Erdöl bringt. Und gegen die Äffin kann keiner an. Hans Paasche, aus die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland. Mukama, Freund der Stiere, wende deinen Blick in das Land der Deutschen. Es ist, als wenn du auf einen Schwarm von Termiten sähest, die der Steppenbrand in Todesangst versetzte. Die einen tragen hier, die anderen dorthin Steinchen, Eier, Blätter. Die Deutschen rasen durch ihr Land hin und her. Sie ebnen die Wege, legen glatte Eisenbalken darauf und lassen Wagen darauf entlang toben, in die sie sich setzen. Du glaubst, sie hätten sehr Wichtiges am anderen Ort zu tun. Ich habe das noch nie erfahren. Noch merkwürdiger ist, was sie mit den Sachen anstellen, die sie überall zusammenkratzen. Auch die packen sie auf Wagen und lassen sie völlig sinnlos so schnell durch das Land fahren, dass man nicht nebenher laufen kann. Sinnlos, sage ich, denn ich sah oft das Wagen aneinander vorbeifahren, die mit derselben Ware beladen sind. Ich folgte
um die Freude an dem Unfug kennenzulernen, einem Narren, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, aufzuschreiben, wie viele Menschen, Tiere, Steine, Kürbisse, Bäume auf dem Wagen hin und her gesandt werden. Er trug ein Buch bei sich, in dem er mir zeigte, dass es in jedem Jahr mehr würden. Ich fragte, wann es denn genug sei. Er wusste das nicht. Der Narr, mit dem ich reiste, heißt Karl. Sein Vater hatte ihm einen Kasten mit Papier hinterlassen. Durch den Besitz dieser Papiere kam er zur Herrschaft über ein Tal, wo Bauern wohnten. In dem Tal hatte Karl viele Menschen zusammengebracht, die etwas taten, was er Arbeit nannte. Sie rannten hin und her. Einige verbesserten den Lauf eines Flusses, den Gott falsch angelegt hatte. Er ging in Windungen durch die Ebene. Jetzt wurde er gerade gemacht. Andere fuhren einen Berg ab, der unnütz war, wie Karl sagte, und warfen ihn in einen Sumpf, in dem bisher nur Reiher wohnten. Ein großer Bach war schnell zu Tal geflossen. Karl befahl, das dürfe nicht sein, ließ Erde davor schütten und gebärdete sich wie ein Irrsinniger vor Freude, weil das Wasser nicht über die Erde fließen konnte, sich sammelte und weil sich Räder drehten, auf die das herabfließende Wasser fiel. Diese Bewegung benutzte Karl dazu, von dem Brotgetreide, das er überall zusammenholte, etwas abkratzen zu lassen. Das Schlechte, was übrig blieb, bekamen die Menschen. Karl sorgte dafür, dass die Menschen nur das Schlechte kaufen konnten und mehr Geld dafür geben müssen als für das Korn. Er will aber, dass die armen Menschen von dem verschlechterten Korn schwach werden. Denn er hat Papiere, die bezeugen, dass er reicher wird, wenn die Menschen ein Kräftigungsmittel kaufen, das sein Bruder mischen lässt. Ein anderer Bruder von ihm ist Wundermann und bekommt von den Armen Geld dafür, dass sie ihm vorklagen dürfen, wie schwach sie sind, und dass er ihnen auf ein Stück Papier aufschreibt, wie das Kräftigungsmittel heißt, das sie kaufen sollen. Außerdem kaufen die Menschen täglich ein Papier, in dem Karl schreiben lässt, dass das Kräftigungsmittel gut sei. Ich fragte, was denn in dem Mittel enthalten sei. Darauf sagte mir Karl, das dürfe niemand wissen. Henry David Thoreau. In meinem Leben habe ich nichts so Verarmendes gefunden, wie das, was man Wohlstand nennt.
Der Reiche hat sich an die Institution verkauft, die ihn reich macht. Um es überspitzt auszudrücken, je mehr Geld, desto weniger Anstand. Geld lässt viele Fragen zur Ruhe kommen. Die einzige neue Frage, die es aufwirft, ist, wie man es ausgeben soll. So wird dem Reichen der moralische Boden unter den Füßen weggezogen. Die Möglichkeiten des Lebens verringern sich in dem Maße, in dem sie die sogenannten Mittel anwachsen. Odyssee. Wir sind überzeugt davon, dass die Liebe zum Besitz eine Schwäche ist, die es zu überwinden gilt. Deshalb müssen Kinder früh die Schönheit der Großzügigkeit lernen. Sie werden gelehrt, das zu geben, was sie am meisten schätzen, damit sie das Glück des Gebens schmecken können. Die Indianer verschenken in ihrer Einfachheit buchstäblich alles, was sie haben, an Verwandte, an Gäste anderer Stämme oder Sippen, vor allem aber an die Armen und Alten, von denen sie keine Gegenleistung erwarten können. Bernhard, aus Der Wind ist meine Mutter, Leben und Lehren eines indianischen Schamanen. Wie oft verzerrt Geld die Wertvorstellungen? In den Black Hills von South Dakota etwa lagern Bodenschätze von immensem Wert. Bergwerksunternehmen würden dort gerne bohren. Aber den Ältesten des Lakota-Stammes gelten die Berge als heilig. Viele große Häuptlinge besuchten die Black Hills, fasteten dort und erlebten Visionen. Es ist heiliges Land und die Stammesältesten möchten, dass es so bleibt. Vor über 100 Jahren erhob die Regierung der Vereinigten Staaten Anspruch auf die Black Hills. Doch die Gerichte entschieden vor kurzem, dass für die USA so lange kein Rechtsanspruch bestünde, bis der Staat Ausgleichszahlungen geleistet habe. Die Stammesältesten wollen jedoch keine Ausgleichszahlung. Sie wollen ihr Land zurück. Das Problem ist nach wie vor nicht gelöst. Können Sie sich vorstellen, man würde etwa den Vatikan aufreißen und dort nach Uran bohren?
Gerade das haben diese Bohrunternehmen mit den Black Hills vor. Geld ist nicht die Antwort auf alles. Vor nicht allzu langer Zeit unternahm ich eine Reise nach Alaska. Ich habe die Indianer gebeten, von ihrem Erfahrungsschatz aus der Zeit zu erzählen, ehe sie von der Zivilisation vollkommen überrannt wurden. Die Indianer antworteten: Der Fortschritt hat schließlich auch unsere Insel erreicht. Wir sind gebildet. Sehen Sie irgendwo Iglus? Nein, wir haben Bungalows. Sie sind nicht anständig isoliert. Und wir bekommen jedes Jahr Lungenentzündung. Aber wir sind gebildet. Wir haben keine Hunderudel mehr, die unsere Schlitten ziehen. Wenn man früher von einem Blizzard überrascht wurde und seine Hunde bei sich hatte, konnte einen ein guter Schlittenhund immer nach Hause zurückführen. Und wenn es noch schlimmer kam, konnte man die Hunde im Kreis anflocken und in ihrer Mitte schlafen, damit man es warm hatte. Mit einem Schneemobil geht das nicht. Aber dafür sind wir gebildet. Günter Kunert, Laika. In einer Kugel aus Metall, dem Besten, das wir besitzen, fliegt Tag für Tag ein toter Hund um unsere Erde als Warnung. Dass so einmal kreisen könnte, Jahr für Jahr, um die Sonne, beladen mit einer toten Menschheit, der Planet Erde, der Beste, den wir besitzen.